Hallo meine Lieben und herzlich willkommen. Mein Name ist Captain Bam, dies ist das Spielemagazin und dies ist Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse. Wir schauen mal rein, was uns hier Schönes erwartet. Ich ahne aber schon, das Ganze wird nicht ganz jugendfrei. Das kann ich jetzt schon verraten. Und wenn hier gleich die Erde anfängt zu beben, dann wissen wir auch eigentlich sofort warum. Denn hier geht's ganz schön zur Sache und dementsprechend sehen wir uns gleich. Und da sind wir auch schon im Spiel, bekommen einen kleinen Einspieler, damit wir uns so ein bisschen eingrooven können. Worum geht's? Wir sind offensichtlich in einer Stadt, die sehr, sehr futuristisch ist. Und das sieht man hier schon. Schwebende Autos, Roboter, die den Verkehr regeln. Das ist auf jeden Fall alles sehr, sehr zukunftsträchtig. Diese Stadt ist offensichtlich ihrer Zeit um 50 Jahre voraus. Und dementsprechend geht es hier schon ganz anders zur Sache. Hier sieht man, hier werden noch Briefe geschrieben, aber der Briefkasten ist schon sehr, sehr agil. Und die Handys sind auch eher speziell. Aber gut. Das ist ein anderes Thema, darum geht es nämlich in diesem Spiel nicht. Übrigens, wer hat es erfunden? Ja, wer? Natürlich. Okay, aber sei es drum, wir nehmen das alles so zur Kenntnis. Hier ist es nämlich noch im Moment relativ entspannt. Hier sieht man den Andrew Monday, das ist so eine Art Elon Musk der damaligen Zeit. Und der hat hier quasi alles mehr oder weniger zu verantworten. Wir hören mal rein, was er zu sagen hat. Hier in Punchbowl, for the first time in human history, life is what it was meant to be, free of all unpleasantness. Why, someday the entire world will be like Punchbowl, but for now it stands alone, a beacon of purity and human potential in a world of social upheaval and moral turpitude. So, also, kurzum, Punchbowl, so heißt nämlich die Stadt, das scheint sozusagen der Garten Eden schlechthin zu sein, die perfekte Stadt, und es ist auch mehr oder weniger die einzige Stadt, die so ist, aber an dieser perfekten Stadt wird sich gleich etwas ändern, denn jetzt komme ich. Da bin ich. Das bin ich. Stubbs the Zombie. So. Und man sieht schon, hier kommt dann der Roboter und versucht mich so ein bisschen auf den rechten Pfad der Tugend zurückzubringen, denn ich habe hier doch den Hotdog geklaut. So, jetzt habe ich langsam auch die Kontrolle. Jetzt schauen wir mal, was wir hier Schönes machen können. Zum Angreifen, X oder Right Trigger, das probieren wir doch gleich mal. Hier, zack, nimm das, Junge. Aha. Oh my, looks like he's having some kind of brain seizure. We better find some way of relieving the pressure in his head. Gut, dann müssen wir hier wohl einmal ein Gehirn fressen. Jetzt geht's nämlich los. Y drücken, um Gehirn zu fressen. Zap, zap. Und schon ist es passiert. Schon ist dieses Video ab 18 eingestuft. Ja, da kann man nichts machen. Hier geht's halt ein bisschen zur Sache. Jetzt ist es so, den hier habe ich quasi das Gehirn ausgelutscht und jetzt kann ich hier mit diesem Roboter sozusagen die ersten Spielminuten hier mit einer kleinen Stadtführung durchziehen. Jetzt kann man, das haben wir schon rausgefunden, wie man sich hier umschauen kann. So, und jetzt will der Roboter mir zeigen, wo es lang geht. Wir folgen ihm unauffällig. Geil finde ich ja, wie er sich bewegt und bemerkenswert auch, dass mir an der Seite so ein bisschen was fehlt, wie man hier sehen kann. Ne? Also das ein oder andere Gedärmchen guckt raus. Na ja, gut, okay. Da bringe ich nicht so viel auf die Waage. Kann ich mehr essen. Gut. If you like, we can visit Punchbowl General Hospital and have that looked at. Oh, but there's so much to see first. Ja, hier gibt's wirklich viel zu sehen. Jetzt schauen wir mal, was es hier so alles zu entdecken gibt. There seems to be some kind of commotion down the street. Never a dull moment in Punchbowl. Okay. Let's go have a look. Ja, jetzt gehen wir da hin. Da warten natürlich schon die Cops und ich ahne schon, das gibt Ärger. Das kann nicht anders kommen. Good morning, officers. Be quiet, Guidebot. All right, buddy. You're coming with us.
Okay, seht ihr, die Cops wollen mich schon verhaften. Die Tour ist vorbei. Nor do we actually want to touch that guy. Exactly. So we're just gonna stand here. Okay, also die Jungs wollen mich mitnehmen und sie sagen, sie drehen sich jetzt um und ich soll mich einfach alleine ins Auto begeben. Und ich ahne schon, so wird's nicht kommen. Okay, das Gehirn eines Opfers von hinten fressen. Tja, das kommt davon, wenn man versucht, mich zu verhaften. Das wird in diesem Spiel nicht funktionieren. Hier geht's echt zur Sache. Oh, seht ihr? Hier jetzt? Jetzt sind sie auch zombifiziert. So, au. Ich bin nicht mehr allein. Okay, schauen wir mal. Was jetzt? Vier Cops. Das ist eher unschön. Aber da hinten, wir sind zu dritt. Was? I got gas. Relieve the pressure? All right, buddy, you're going downtown. Was? Mit B Blähungen entfesseln? Huah! Oh Gott. Okay, alles klar. Damit habe ich die jetzt offensichtlich betäubt und kann jetzt schon mal so ein bisschen kraftvoll zubeißen. So. Ah, da kommt auch der Weenie-Typ. Cool. Damit sind wir jetzt ja hier komplett, die ganze Gang. So, was jetzt? Okay, geh auf einen Zombie zu. Y drücken, um einen Zombie zu stoßen. Los, ich schub's dich, du. Okay, jetzt weiß ich auch, wie das geht. So, jetzt kommt der kleine Roboter hier. Und nun? Was jetzt? Was jetzt? Zack schon! Jetzt soll ich sie rufen? Was jetzt soll ich sie? Achso, erstmal angucken? Hier, ich gucke euch an. So, und jetzt? Now purse those lips and whistle. Und jetzt, was soll ich machen? Pfeil nach oben, um ein Zombie, um deine Zombies zuzupfeifen. Okay, alles klar. Die Zombies sind im Bilde. Gut. Und nun? Was ist das da? Oh, Moment. Hier. Now we still have a lot to see. Okay, es gibt noch viel zu sehen. Und wenn ich mich wenn ich mich müde fühle oder verletzt bin. Ah, hier links sieht man, das ist meine Gesundheitsanzeige. Aha. Ah, ich soll einfach nur cool bleiben, stehen bleiben, mich einfach nicht weiter verletzen, um mich wieder zu erholen. Wie jetzt zum Beispiel. Aber ganz offensichtlich ist es ja so, ich kann auch nicht sterben. Also so gesehen, ich bin ja schon tot. Ich bin ja ein Zombie. Gut, dann würde ich sagen, folge ich dem Roboter unauffällig hier in dieses Portal. Und jetzt, sei vorsichtig, hab Spaß, friss Gehirne. Okay, alles klar, ich hab's gecheckt. Lalalala, komm her. Oh no! Oh, noch einer. Okay, ich ahne schon, genau so geht es hier jetzt die ganze Zeit weiter. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier noch welche finden. Übrigens, die beiden müssten ja jetzt auch gleich. Ja, genau, gerade es funktioniert. Gut, also, dann wollen wir mal sehen. Oh, hier wird schon geschossen. Offensichtlich sind die Cops schon da. Also da oben steht zumindest mal einer. Oder oben sind mehrere, ich sehe schon. Ja, mindestens drei. Wenn nicht noch mehr. Ich könnte eigentlich mal wieder... Hier, pass mal auf. Moment. So. Genau. Eigentlich nicht nötig hier bei den Zivilisten. Aber... Oh, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Durch das Fressen vom Gehirn werden deine Spezialfähigkeiten wieder aufgeladen. Aha. Oh, die anderen Zombies, die machen sich hier schon zu schaffen an den Cops. Aber ich bin ein bisschen zielgerichteter. So, da haben wir noch einen Kopf. Zack, rennt mir förmlich in die Arme. Gut. Haben wir jetzt alle? Ich glaube schon. Da ist irgendwie versperrt da auch. Oh, da geht's weiter. Ich sehe schon, wo es weitergeht. Hier. So, ich kann übrigens auch schon wieder hier.
Ja, dann sind die halt so ein Stück weit einfach betäubt, sag ich jetzt mal. Aber schlagen geht zur Not auch. Haben wir ja gelernt. Cool. Okay, alles klar, dann weiß ich Bescheid. Jetzt kann ich die auch mal... Hä? Ich finde das Geräusch nicht schlecht. Hä? Was? Okay, so. Ui, hüpfen kann ich übrigens auch. Hüpfen kann ich übrigens auch. Oh, was ist jetzt los? Monowail. Ah, das ist diese Magnetschwebebahn. Ah, das habe ich gesehen. So, ich rufe mal die anderen auch hierher. Aber... beiße erstmal beherzt zu. Huh. Der hilft aber ganz schön energisch hier, der Kleine. Das stabst du. Der ist sowas von fit. So, und nun? Ah, hier jetzt noch den da. So. Jetzt sind die aber nicht gekommen, ne? Die Jungs. Hallo. Hm? Ja, ist ja ganz schön langsam. Meine Güte. Schnell sind sie wirklich nicht. Aber gut, egal. Ah, ich muss da rein zum Monorail. Das finde ich gut. Da gehen wir hin. So. Aha, Quick Getaway. Und zack, geht's rein in dieses öffentliche Verkehrsmittel. Das wird jetzt interessant. Denke ich mal. Aha, da könnt ihr schießen, solange ihr wollt. Ich bin schon weg. Das ist offensichtlich der Polizeichef. Okay, Mr. Monday ist offensichtlich ganz schön angepisst. Aha, die Jungs haben auch keine Munition mehr. Da ahne ich schon, wie es weitergeht. So. Wie geht es jetzt für mich weiter? Ich komme hier irgendwo an. Ah, ich habe offensichtlich ganz schön gewütet in der Metro. Und das hier ist Maggie Monday. Ah, das ist die Frau von dem Elon Musk-Verschnitt. Ich verstehe. Is everything satisfactory, Miss Monday? Das ist Miss Monday. Yes, Sonny. Sure you don't need anything? A cold drink? No. Cigarette? No. Foot massage? Oh, I'm... What? Der baggert ganz schön an dir rum. You're a nice man, Mr. Skegness, but... Ich glaube, mich stört das. Ich hab mich doch verliebt hier in die Maggie Monday. I'm just doing my job, Miss Monday. Andrew asked me to look after you, and I'm going to make sure nothing unseemly happens on this... Sonny. Hallo. Sonny. Hallo. Die Augen nach oben, mein Junge. Junge. Sonst kümmere ich mich drum. Da, schaut mal. Der ist sowas von verknallt. Hier, er winkt freundlich. Hey. Oh, jetzt hat er die entführt. Oh, schaut mal. Oh, ich bin sowas von enttäuscht. Oh Mann, das ist doch fies. Oh, aber das tröstet mich. Was? Echt jetzt? Wollen wir mal einen aussteigen? Oh, das finde ich gut. Okay, alles klar. Ja, das tröstet mich eigentlich ziemlich gut. So, für den Moment ist es auf jeden Fall mal kein Fehler. Was ist denn das hier? Ein Mistmobil. Mit Y aus dem Mistmobil aussteigen. Also auf jeden Fall geht es hier schon ganz schön zur Sache. Das Spiel ist tatsächlich eingestuft ab 18. Und ich ahne jetzt so langsam auch, warum. Okay. So, jetzt gehen wir mal gucken. Was gibt es jetzt hier zu tun? Ich meine jetzt mal außer... Wie weit kann ich eigentlich schießen? Es geht schon ein Stück. So, komme ich da rein? Hier? Was ist das? 1109? Okay, es geht nicht. Na gut, dann steigen wir wieder ein. Was ist jetzt los? Ist kaputt oder was? Ah, Beifahrerseite. Ah, okay, das gibt es hier auch noch. Ja, man muss schon genau hingucken hier. Auch als Zombie muss man ein bisschen mitdenken. So, ah, ich habe es hinbekommen. Gut, prima. Also, da kam ich jetzt nicht rein.
Ich weiß nicht wieso. Muss ich vielleicht erst noch irgendwas anderes machen? Ah, ich vertreibe mir hier erstmal ein bisschen die Zeit mit meinem Güllemobil. Schwupps. So, jetzt fahre ich im Kreis, oder? Hm. Aber irgendwie gibt es hier schon noch Neues zu entdecken. So, komme ich da rein? Nein. Hallo, ich will rein da. Geht da nichts? Nee, es geht nicht. Hm. Okay. Kleines Rätsel am Rande. Was ist hier zu tun? Mal schauen. Ich bin hier offensichtlich auch in so einer Art Superdome. Vierertreffer, jawohl. Das war ziemlich effizient. So. Ja, jetzt probiere ich halt mal. Moment mal, wenn ich jetzt da lang fahre, wo komme ich denn da hin? Eine Map gibt es hier leider irgendwie nicht. Das ist ein bisschen doof. Hier war ich offensichtlich schon. Ja, da ist das da. Hä? Habe ich hier? Bin ich hier rausgekommen? Das ist das, wo ich hergekommen bin, oder? Moment mal, ich gucke lieber nochmal nach. Speichern fertig. Ja, da geht es auch nicht weiter. Okay, also. Das ist im Moment gerade so eine klitzekleine Sackgasse. Jetzt müssen wir mal schauen, was es hier zu tun gibt. Wo muss ich hin? Da war ich schon. Hier war ich aber auch schon. Oh, ich kann es aber wieder umdrehen. Ja, okay, kein Problem. Dann springen wir einmal dahin, steigen wieder ein. Weiter geht's. So, was ist denn jetzt hier? Da komme ich nicht rein. Das haben wir doch alles schon probiert. Da komme ich nicht rein. Nein. Mann! Menno! So, jetzt nehme ich mal den anderen Weg. Jetzt habe ich ja den. Das habe ich ja schon probiert. Vielleicht kann man hier noch irgendwo. Ich habe irgendwas übersehen, schätze ich mal. Hier ist das, wo ich schon. Da bin ich jetzt dran vorbei, weil da war ich ja schon mal. Was haben wir hier noch so? Aha, hier war ich aber auch schon. Das hat auch nichts gebracht. Kam ich auch nicht rein. Irgendwie gibt es hier so ein kleines Rätsel noch. Für mich. Aha! Da muss ich ja wahrscheinlich hin. Und ich bin nicht... Jawohl! So. Wer sich mir in den Weg stellt, lernt mein Güllemobil kennen. Das war cool. Das hat Spaß gemacht. So, was ist jetzt? Hier komme ich doch auf... Ja, endlich. Endlich komme ich mal irgendwo rein. So, und nun? Aha, ich sehe schon. Komm her, du. So. Was muss ich jetzt hier machen? Da unten hat es Roboter. Das bringt mir nichts. Jetzt gehe ich mal hier hoch. So. Oh, der hat mir voll eine mitgegeben hier. So, oh, das sind aber ganz schön viele hier. Aber ich mache ja hier gerade schon meine Gefolgschaft flott. So gesehen ist es nur eine Frage der Zeit, bis ich... Ah, ich muss da oben hin. Was ist da oben? Zombie! I am a zombie. Ganz genau. Oh. Na gut, ich gehe jetzt mal hier hoch. Was muss ich jetzt hier machen? Y drücken, um zu kontrollieren? Aha. Ich könnte mir vorstellen, dass ich jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen weiterkomme. So, haben wir jetzt hier die volle Kontrolle? Ist noch jemand übrig? Irgendjemand noch nicht zombifiziert? Naja, alles gut. Okay, alles klar. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir jetzt wieder zurück. Aha, man sieht auch schon. Ich bin jetzt auch nicht mehr alleine. Wo muss ich hin? Ich gehe erstmal... Genau, erstmal
der Polizei hinterher. Denn die sind bestimmt nicht umsonst wieder hier. Oh, fuck. Den habe ich nicht kommen sehen. Den habe ich nicht kommen sehen. Eieiei. Muss ich erstmal umdrehen. Wieder einsteigen. So. Das kommt davon. Junge, Junge, der kann aber ganz schön einstecken, du. So, jetzt glaube ich, habe ich ihn. Oder? Das war er. Wisst ihr es eigentlich, die ich jetzt hier so treffe mit der Kanone? Hä? Was ist jetzt? Das war doch... Steig mal aus. Steig mal aus und... Aha, zu Fuß geht. Oh, da. Ich verstehe jetzt den Raum hier nicht so ganz. Was hat es zu bedeuten? Das ist einfach nur ein ganz, ganz großer Raum. Also richtig sinnvoll. So, ich steig mal ein. Komme ich jetzt rein? Nein. Ich komme da nicht rein. Ah, doch, jetzt auf einmal. Ich verstehe nicht so ganz, wieso und warum. Was kann man jetzt hier machen? Gibt es hier so Secrets oder so? Na, scheinbar nicht. Also gut, okay, dann bin ich wieder raus. Dankeschön. So, und jetzt? Wohin jetzt? Ah, aha. Ja, da fahre ich doch glatt mal hinterher. Versuche mich nicht treffen zu lassen. Jawohl, das hat geklappt. Sehr gut. So, und nun? Komm schon, du willst es doch auch. Ich will nämlich... Moment mal, das ist das Podest, da war ich schon. Das ist das, wovon ich gekommen bin. Das ist quasi die S-Bahn. Also, S-Bahn, ihr wisst schon. Die Monorail, so heißt das Ding. So, ich muss, glaube ich, woanders hin. Ich weiß bloß nicht jetzt so richtig, wohin. Oh. Das war ein sehr guter Schuss. Der war sogar noch besser. Ja, ich muss da wahrscheinlich jetzt hier hin, oder? Das könnte gut möglich sein. Wird sicherlich nicht umsonst so schwer bewacht. Jawollo, jetzt ist alles offen. Also, ich musste erst da an dieser Bedienkonsole mir quasi den Weg freischalten. Aber es hat geklappt. So, jetzt schauen wir mal. Oh, ja, da drüben, Miss Monday, ich kann sie sehen. Miss Monday und ihre Gorillas, wo muss ich hin? Da kann ich nicht hin, oder? Kann ich da hin? Das geht nicht, da passiert nichts. Was ist denn da draußen? Da stehen Roboter. Aha. Okay, ja, dann schauen wir mal. Dann bewegen wir uns mal sanft auf den Roboter zu. Ah, okay. Zack. Frau und Kinder. Frau und Kinder. Der stellt sich mir regelrecht in den Weg, aber ich beiße beherzt zu. So, und jetzt? Ah, da ist der Roboter. So, hallo du! Ja, Guidebot. An den können wir uns erinnern. Ja, der hat uns ein bisschen gezeigt, wo es lang geht. Und jetzt? Aha, also jetzt sprechen wir gerade über meine Organe. So, und jetzt? Eingeweide werfen? Was mit Left Trigger? Hier, nimm das! Was? Erneut verwenden, damit Eingeweide explodieren. Ah. Ah, verstehe. Okay. So, hier. Das ist gut. Zack. Gut, aber was ist jetzt los? Jetzt kann ich nicht mehr. Ja, okay, dann halt so auf traditionelle Weise. Ah, das lädt jetzt quasi wieder auf mit weiteren Gegnern, die ich ausschalte. Lädt ja immer auch mein Gebläse, sage ich jetzt mal, lädt ja dann auch immer wieder auf. So, zack. Ups, das war ein bisschen arg energisch, aber... Ah, man sieht, das, jetzt habe ich das richtig gecheckt. Alles klar, jetzt weiß ich Bescheid. Left Trigger zum Werfen, Left Trigger, um es dann auch explodieren zu lassen. Jetzt kann ich hier einmal...
Und dann kann ich einmal schön zugreifen. So. Jetzt kann ich wieder mit den Gedärmen agieren. So. Einmal aufgeräumt hier. Und jetzt nochmal schnell hier so zugreifen. Also diese Gedärmegranate, sage ich jetzt mal, die lädt sich relativ schnell wieder auf. So wie ich es sehe. Wo muss ich denn jetzt hin? Hier? Nee. Oder? Hallo du. Okay, das ist ein Reparaturroboter. Mit dem kann ich jetzt aber gerade überhaupt nichts anfangen. So. Das sind Zombies. Was haben wir hier? Geht's hier? Ah ja, hier geht's weiter. Hallo du! Zack. Und jetzt kann ich auch schon wieder eine Granate werfen, wenn ich will. Gucken wir mal, ob es nötig wird. Ah, da haben wir einen einzelnen Ordnungshüter. Den kriegen wir auch so hin, glaube ich. Gut. Und jetzt? Das funktioniert alles sehr gut. Also von der Steuerung her bin ich sehr zufrieden. Das ist wirklich ziemlich clever gemacht. Ja, es funktioniert auch alles ziemlich gut. Was mir ein bisschen, also ich kann jetzt ja mal so ein bisschen in den Review-Mode übergehen und mal so ein bisschen erzählen, wie ich das Ganze jetzt so bewerte im Moment. Spielerisch ist es gerade sehr, sehr einfach, aber das liegt, glaube ich, auch ein Stück weit daran, dass ich natürlich jetzt hier auch den einfachsten Schwierigkeitsgrad ausgesucht habe. Von der Optik her bin ich gar nicht mal so wahnsinnig überzeugt. Ich finde es gut, aber jetzt nicht weltbewegend, sage ich mal. Aber gut ist es schon. Oh, da vorne laufen die Gorillas und Miss Monday. Da, hier. So, nix wie hinterher. Sound ist aber sehr gut. Überhaupt auch so die ganze, wie das hier alles so weitergetrieben wird mit der Story, finde ich auch gut. Und es ist natürlich auch witzig. Das muss man schon sagen. Man darf das hier natürlich alles nicht ernst nehmen, um Gottes Willen, Leute. Das ist, klar, es ist ab 18, natürlich. Aber hey. Ja, schön entspannt bleiben beim Spielen. So. Was natürlich geil wäre, wenn es eine deutsche Sprachausgabe gäbe. Das wäre schon gut. Oh, hier ist jetzt ein bisschen mehr geboten. So, jetzt machen wir erstmal den da weg. Und dann schauen wir mal, wie wir mit unseren ganzen tollen, neu gelernten Tricks hier aufräumen können. Ja, es funktioniert aber alles sehr gut. Oh, auf Darmbrecher. Zünde. Ich konnte es jetzt so schnell nicht lesen. Aber ich genieße es einfach, dass ich hier mal wieder ein Achievement freigeschaltet habe. Das finde ich sehr gut. Oh. Das tut doch weh. Hör auf damit. Hört auf, mich zu schlagen. So, den. Wo haben wir jetzt noch einen? Da ist noch einer. Den haben wir ausgeschaltet. So, jetzt zu dir. Und noch zu dir. Komm her. So. So, da haben wir auch nochmal einen. Ein bisschen dunkel ist es gerade, ne? So. Aber okay, das sind hier halt die Lichtverhältnisse. Hier drin ist dafür wieder schön hell. So, wo muss ich hin? Hier. Wissenschaftler? Eins, zwei und... Weg. So, da haben wir wieder so einen Reparaturbot. Hier haben wir einen Kopf. Zack. Da hinten könnte man mal eine Granate reinschmeißen. Vielleicht habe ich auch zwei erwischt. So. So, wo bin ich denn jetzt? Das ist neu. Ich bin hier offensichtlich in so einer Art Bürokomplex. Hä, was ist das? Eine Schneekugel. Habe ich kein Interesse dran. Well, Galdang, the dead walk.
almighty voices in my head, I'll never doubt you again. The commies have infiltrated this country so completely that even the dead have turned against us. Well, the Quaker State Irregulars ain't going without a fight. Okay, alles klar. Jetzt drehen alle durch. Aber das ist auch nicht weiter verwunderlich. So, was ist jetzt? Punch Bowl Police? Mit den schwebenden Autos? Gastopia. Erstmal zum Tanken. Gibt's natürlich auch Tankroboter. Man sieht schon. Yeah, but make it snappy. We're in the middle of a zombie holocaust. Oha, zombie holocaust. Und jetzt kommt hier der Tankroboter. Oh, never you mind, sir. It's on the house. There's no need for that. Alles klar. Oh, it's my pleasure, officers. Oh. Oh, nee, was macht er denn? Der hat hier wirklich seinen Füllstutzen. Hey, ne? Okay. Ja, der genießt es. Das gefällt ihm ziemlich gut. Aber jetzt versucht der Cop will jetzt erstmal. Aha. Der Gas-Roboter, der hat mich offensichtlich gesehen. Dann bin ich bestimmt nicht weit. Ich weiß schon, wo ich bin. Ja. Sagen, nämlich. Hier bin ich. Tada! War nur kurz auf Toilette. Aber jetzt geht's weiter. So. Ja. Okay, warum auch nicht. Gut. Genau, jetzt stiefel ich einmal hier durch die Stadt. Direkt ins Polizeirevier. Natürlich. Klar. Wenn schon, denn schon. Okay, dann wollen wir hier erstmal die Snacks nehmen, die uns hier zur Verfügung stehen. Bei einer Gegenüberstellung bin ich wohl im Moment gerade genau richtig. Oh, den habe ich nicht kommen sehen. Sag mal! Der hat jetzt gerade 3 Schläge vertragen. Aber... Oh, das war schon ziemlich effektiv. Da habe ich noch... Ich habe aber auch irgendwie gesehen gehabt, dass da noch einer im Raum ist. Ich finde diese Granaten, diese Gedärme-Granate, das ist ein cooles Feature. Damit komme ich auch im Moment relativ gut klar. Aber ich sollte natürlich ein bisschen warten auf meine Kumpanen. Weil... So, ist hier jemand drin? In der Toilette? Nein. Gibt es hier eigentlich irgendwas zum Durchsuchen oder so? Kann ich da irgendwas auch noch kaputt schlagen? Scheinbar nicht. Jungs, geht mal aus dem Weg. So, jetzt. Da, das ist der Chief. I'm happy. Are you happy? And if you're not, why not? Get happy. Get healthy. So, jetzt gucken wir mal. Was ist hier? Das ist so eine Art Überwachungsraum, oder? Scheint schon so zu sein. Kann man hier irgendwas tun? Nein. Gehe ich halt wieder raus. Okay. Den haben wir vernascht. So, weiter geht's hier lang. Wo geht's? Was ist das da? Sind das die... Ja, das ist die Umkleidekabine. Gut, dann räumen wir hier einmal auf. Lululululu. Ist aber keiner mehr. Ah, doch, hier. Zack. Erledigt. Oh, noch einer. Ja, denn mir den Rücken zuzudrehen ist aktuell keine gute Idee. Das muss man einfach sagen.
So, und jetzt noch einmal hier hin. Okay, aber hier geht es nicht mehr weiter. Was ist das da? Kann man jetzt nichts machen hier. Brain. So, Moment mal. Ich muss hier kurz mir den Weg freischubsen. Okay. Der Chief. Code Red. Ein Zombie in der Polizeistation. Genau, das bin ich. Oh. Aha. Gut, alles klar. Für mich kein Problem. Weil ich habe meine Granaten echt im Griff. So, jetzt können wir mal gucken. So viele können es ja jetzt gar nicht mehr sein. Ich glaube, ich habe hier ziemlich schnell ziemlich aufgeräumt. Also diese Granaten, die sind echt Hammer. So, ist noch einer nicht zombifiziert? Ich glaube, sind alle zombifiziert. So, hier vielleicht noch? Ah, da war ich schon. Moment. Dann ist es falsch. Vielleicht muss ich da rüber. Zu dem Stand? Nee, da war ich auch schon. Oder? War ich hier noch nicht? Hier ist eine Kaffeetasse, die noch dampft. Wo muss ich hin? Was gibt's hier zu tun? Hier war ich schon. Das ist der... Ja, ja, hier war ich eindeutig schon. Mann! Ich habe mich schon wieder verlaufen. Eine Map wäre halt vielleicht doch ganz cool. Gut. So, hier? Nee, Zombie? Hier? Nee, auch nicht. Hier? Ah, da geht die Tür kaum auf. So. Und nun? Wo muss ich denn jetzt hin? What's that? Ah, hallo! Offensichtlich noch nicht alle erwischt. Aber ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Das heißt... Das heißt, ich sollte da nochmal... Ich höre irgendwo einen schießen, Mensch. Wo denn? Da hinten, das sind sogar noch ein paar. Da sind wirklich, also dann offensichtlich geht es auch hier lang. Das ist gut. Gucken wir mal. Junge, ihr geht mir echt auf den Sack. So, haben wir es geschafft jetzt? Ich glaube schon. So, Jungs, kommt mal alle mit. Hä? Also von der Vertonung her finde ich es eigentlich auch ganz nett. Schon gut gemacht. So, ich habe es geschafft. Ich habe mich durchgekämpft. Oh, jetzt kommt hier das Sonderkommando. Oh, die haben mich offensichtlich gecached. Hört auf, mich an mir rumzudoktern hier, ehrlich. Geht mir auf den Sack. Finde ich nicht gut. Hört auf damit. Bei mir guckt eh schon die Hälfte raus. Joyride is over. My men are cleaning the rest of the zombie filth off the streets. And as for you, I'm gonna fix your wagon personally. Dr. Y is on his way over right now, but I'll be dancing on your grave long before he arrives. Also der Polizeichef ist echt schlecht drauf. Er will auf meinem Grab tanzen. We can't let those thugs destroy such a fascinating and potentially useful specimen. Aber die Wissenschaftler? We'll do it ourselves. Where's the bone saw? I thought you had it. Such nach der Knochensäge. Hört auf damit. Stimmt, ich brauche keine Knochensäge. Ich kann das auch so machen. So, was ist jetzt los? Nee, oder? So, was kann ich denn jetzt hier Schönes anstellen? Warte mal. Zack! Jetzt habe ich die Kontrolle über den Wissenschaftler. Jawohl! Okay. Und nun? Ich kann hüpfen. Kann ich mich hier durchsetzen? Gucken wir mal, kann ich den jetzt beißen? Oh, bin tot. Okay, das scheint mir nicht der richtige Weg zu sein. Ah, vielleicht hier oben. Seht ihr den Lüftungsschacht? Moment mal. Als Hand bewegen. Ich kann hier... Yeah! Yeah! Sehr gut. Schubidu, wo muss ich hin? Ich gehe mal geradeaus. Einmal hier hoch. Mal hier zwischendurch gucken. Vielleicht sehe ich ja irgendwas. Nee, man sieht nichts. Okay, ja, dann gehen wir erstmal einfach mal geradeaus. Das kann ich mir dann nämlich merken, falls es falsch sein sollte. So, jetzt geht's irgendwie. This is the team. I
I'd like to congratulate our riot squad for capturing the lead zombie and bringing peace to our fair city. Oh, hier. Zack, jetzt habe ich die Kontrolle über den Polizisten. Damit, das finde ich schon mal besser, weil damit kann ich auch schießen. Sehr gut. So, wo muss ich hin? Alles klar. So, wo muss ich hin? Da drüben hat es drei Pfeile. Irgendwie sollte ich mal darüber kommen. Aber ich schätze mal, ich muss das hier rum gehen, oder? Das geht ja anders kaum. Jetzt habe ich noch drei Schuss Munition, so wie es scheint. Ah, aber er lädt nach. Okay. Oh. Ich schieße noch zweimal einfach so in die Luft. Oh, Headshot gibt es übrigens auch. Es lohnt sich hier ein bisschen zu zielen. Jawohl. Gut. Oh, der hat mich getasert, du. Die Sau. Erhole ich mich auch? Oder erholt sich der Cop nicht? Nee, der erholt sich nicht. Der Zombie erholt sich, aber nicht der Cop. Okay, ich muss irgendwie da rüber. Jetzt müssen wir mal gucken, ob ich vielleicht, wenn ich jetzt hier weitergehe, ob ich dann irgendwann mal da nach rechts komme. Aha, hier drüben, da stehen schon mal welche. Das habe ich schon gesehen. That's no ordinary citizen. Komm her, du. Ah, den muss ich jetzt aber schon ganz genau treffen, weil sonst wird es nichts. I'm getting out of time. Oh, weg. Scheiße. Okay, das war, glaube ich, ein ziemlich guter Schuss. Oh, jetzt muss ich mir echt was einfallen lassen. Ich versuche die mal hier so, indem ich wieder zurückgehe, kann ich die so ein bisschen vereinzeln, die Jungs. Beziehungsweise die stellen sich hier auch mit dem Rücken zu mir auf. Das ist, das wissen wir schon, ein Fehler. Wie viele Schüsse vertragen die denn? Ah, jetzt habe ich einmal erwischt. Kurz einmal nachladen. Und. So, wieder einer weniger. Oh, das war nix. Einsatz mir nix. So, hier, Kopf abgeschossen. Okay. Muss ein bisschen aufpassen. So many of them. Ich bin ziemlich verletzt. Okay, drei Schüsse. Hier, vielleicht komme ich da. Vielleicht komme ich so jetzt nach rechts. Ich laufe gerade einen riesen Umweg. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist so. Exit. Aber Exit ist doch eigentlich gut. Nein, Exit ist scheiße. Mann! Vielleicht hätte ich doch einfach schnurstracks drauf zulaufen sollen. Aber gut, dafür habe ich es nachher leichter. So, schauen wir mal. Wahrscheinlich treffen wir unterwegs auch noch jemanden. Das kann gut sein. So, hier habe ich auch ganz schön aufgeräumt. Ja. Gut. Was ist das hier? Das ist ja schon ein bisschen komisches Polizeirevier, oder? So, kann ich da... Was ist denn da? Nee, seht ihr? Scheiße. Das ist ganz woanders. Speichern. Speichern ist schon mal gut. So, vielleicht muss ich da nach hinten. Nee. Jetzt nur den Cola-Automaten. You're not my friend. Oh Lord. It's just like Mama told me. Hä? Was haben wir hier? Nichts, da kann ich nicht rein. Okay, dann versuchen wir jetzt halt links rum irgendwie zu dem Gedöns da zu kommen, was auch immer ich da zu erledigen habe. That's no ordinary citizen. Hä? Das war jetzt wieder nicht so gut. Ich darf mich echt nicht so oft treffen lassen hier. It's over here. I love that arm. That was my favorite arm. Oh, scheiße. Oh, nein. Wo kommt denn der her? Oh, dafür habe ich einen aber sauberen Headshot hier abgeliefert. So. Ich bin fast tot. Kann ich denn irgendwie auch... Ich müsste mal meinen Körper wechseln. Da ist noch einer. Ich weiß es ganz genau.
Mann. So, jetzt. Einer weniger. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich habe echt nicht mehr viel Lebensenergie. Aber so ein bisschen was. Ein bisschen was geht noch. So, schnell gucken. Hier noch irgendjemand? Hier ist die Toilette. So, schauen wir mal. Hier, hier, da, da, nein. So, vielleicht ja jetzt. Das sieht schon mal ziemlich gut aus. Ja, bleibt da stehen. Okay, der ist hinüber. Ich muss echt aufpassen, Mensch. Aber den habe ich jetzt schon mal erschossen. Und ich muss dahin. Ich muss dorthin. Unbedingt. Das werden jetzt aber ziemlich viele. Nichts mehr weg. So. Das war schlecht geschossen. Schlecht geschossen! Okay. Hat mich auch getroffen. Aber... So. Habe ich jetzt alle hier endlich erledigt, Mensch. Sieht gut aus. So, was ist jetzt hier zu tun? Ah. Y drücken, um kontrollieren zu bedienen. Okay. Oh, scheiße. Schauen wir mal. Ich habe doch genau gesehen, dass da einer ist. Wo ist er jetzt hin? Oh Mann, jetzt bin ich langsam aber echt. Jetzt bin ich aber echt langsam ziemlich getroffen hier. Oh, da kann ich ja durch die Scheibe schießen. Das auch noch. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, es sei schusssicher. Aber scheinbar nicht. Okay, jetzt habe ich die beiden habe ich erledigt. Jetzt Moment, jetzt kann ich nochmal ganz kurz gucken. Gibt es hier irgendwas zu tun? Das sieht so wichtig aus, dieser Raum. Ist er aber nicht. Okay, dann hier Wanted. Seht ihr das Poster? Das bin ich. So, oder zumindest das, was von mir übrig ist. Jetzt schauen wir mal. Hier sind wir jetzt offensichtlich im Zellentrakt. Und irgendjemand schießt auf mich. Aber ich sehe ihn noch nicht mal. Da ist er. So, den haben wir jetzt auch ausgeschaltet. Aber ich bin jetzt schon stark, stark verwundet. Okay, die Scheibe ist jetzt wirklich schusssicher, wie mir scheint. Y drücken, um kontrollieren zu bedienen. Ah, das bin ich. Haha. So, jetzt wird hier wieder... Ah, oh. Schaut mal. Zack. Jetzt befreie ich mich. Kleiner Snack. Und jetzt bin ich wieder im Rennen. Großartig. Jetzt noch schnell den Arm dran montiert. Sehr gut. So, jetzt auch zu dir. Du bist doch der mit der Knochensäge. Das hättest du dir zweimal überlegen sollen. So, jetzt haben wir es doch geschafft, oder? Ah, nee, Moment mal. Hier, stopp. Hallo, du. Wow, den kann man hier... Den kann man echt kaum bändigen hier, den Jungen. So, jetzt habe ich ihn auf die Art und Weise gekillt. Das geht auch. So, der dreht mir den Rücken zu. Gib mir deinen Arm. Was ist jetzt? Ich kann ihn nämlich nicht... Kann ich nicht fressen. So, was hier, komme ich nicht rein, ne? Was drücken, um Gehirn von Gefangenen zu fressen? Ah, ich ziehe ihn einfach durch die Gitterstäbe hindurch. Genau. Das ist okay. Kann ich die auch befreien hier irgendwie? Y drücken, um kontrollieren zu bedienen? Aha, ich habe hier offensichtlich einen Alarm ausgelöst.
Okay. Aber es kommt niemand raus. Ihr traut euch nicht, hä? Oh. Einmal kann ich jetzt wieder in die Vollen gehen. Und das brauche ich auch. Also die kann man irgendwie ganz schlecht... Oh. Komm mal her. Das kommt gerade wie gerufen. Wieso kann ich denn da nicht rein? So, jetzt schauen wir mal. Den können wir einfach so vernaschen. Und die anderen habe ich, glaube ich, größtenteils alle unter Kontrolle. Sehr gut. Okay, ich bin nicht allein. So, jetzt. Was? Zombie, right there! Hey! Sehr gut. Sag mal, was ist denn los mit euch? Ich krieg hier gleich echt einen Rappel. Hier? Ah, okay. Das werden jetzt auch immer mehr Cops, ne? Ist klar. Das war nicht anders zu erwarten. Aber grundsätzlich alles kein Problem. Mit meiner Gedärmegranate räume ich das alles auf. So, jetzt bin ich mal gespannt. Aha. Komm her, du. Okay, vielleicht mal furzen zwischendrin. So. Gut. Gut. So, dann haben wir hier noch einen. Und hier noch einen. Komm her, komm her, komm her, komm her. So. Damit habe ich jetzt alle vernascht und habe jetzt auch wieder die Möglichkeit, mit Gedärmen zu werfen. Aber bis jetzt geht es eigentlich noch so. Vom Schwierigkeitsgrad her ist es ist okay. Es hat so, jetzt zum Beispiel diese Szene mit der Hand, das war natürlich jetzt schon so ein klitzekleines wenig herausfordernd, aber jetzt nicht so wahnsinnig. Dann mache ich kurz einen Prozess mit denen. Kann man eh nicht so richtig gut... Die kriegt man echt nicht so richtig... Kann man kaum greifen. Seht ihr auch jetzt da? Ein bisschen Schwierigkeiten. So, du, komm her. Ich helfe dir weiter. So, gut. So, der ist zombifiziert. Oh, die beiden noch nicht. Aber das, meine Freunde, die kriegen das hin. Oder? Oh, wow. Oder auch nicht. Ich versuche, konzentriere mich mal auf da hinten. Okay. So, schauen wir mal. Jetzt kann ich mal wieder... Oh. Stop eating me! Ja, von wegen. Ich habe gerade erst angefangen. Komm her! So, jetzt schauen wir mal. Kann ich den da fressen? Nee, ach, das ist ein Zombie. Dann kann ich den auch nicht fressen. So, jetzt bin ich auch wieder komplett gesund. Wo muss ich denn jetzt hin? Schauen wir mal. Ah. Haha. Das war ab. Ganz schön abgelenkt. So, prima. Das haben wir. Sehr gut. So. Noch jemand fürs letzte Gefecht? Nein. Komme ich jetzt hier raus? Aus Exit? Nein, tue ich nicht. Warum nicht? More Zombies!
Warum nicht? Das habe ich übersehen. Oh Gott, mein Brain! Was habe ich übersehen? Ah, jetzt geht's. Ah, toll. Prima. Super, gibt's sogar noch ein Achievement. Sei nicht so misstrauisch. Ist das der Polizeichef? You came directly to my office. It's much more convenient if I kill you here. Aha. You're about to learn you can't escape the lower arm of the law. I told you I would dance in your grave and I meant it. Oh, der ist aber klein. Ach du Scheiße. Dieses Spiel ist ein bisschen verrückt. Was? Round one? Dance? Jetzt bin ich aber gespannt. Und jetzt bin ich dran. Wie Gameplay-Hilfe. Beobachte die Abfolge der Tanzbewegungen von Polizeichef Masters. Kopiere seine Bewegungen. Aha. Na toll. Round one. Dance. Oh Mann, ist das bescheuert. Und wie erkenne ich die Bewegungen von ihm? Ah. Okay, 1, 2, 3, 4. Ah, ich hab's gecheckt. 2, 3, ja? Ja, okay, zweimal links, zweimal rechts. 1, 2, 3, 4. Yeah. Unten, links, oben, unten. Unten, links, oben, unten. Yeah. Links, rechts, oben, rechts. Rechts, links, oben, rechts. Das war falsch. Oder? Ja, aber scheinbar habe ich es doch nicht so schlecht gemacht. Jetzt wollen wir mal gucken. Oben, unten, oben, oben. Okay. Oben, unten, oben, oben. Perfekt. Rechts, oben, rechts, oben. Rechts, oben, rechts, oben. Unten, rechts, oben, links. Okay. Unten, rechts, oben, links. Okay. Jetzt unten, 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 links. Unten, 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 links. Dance faster. Runde 3. Okay. Okay. Das war easy. Hm, 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 hm. Auch easy. Hm, 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 hm. Okay. Hm, 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 hm. Haben wir auch hinbekommen. Und jetzt? Das ist auch einfach. Ja, ja, ja. Oh, so. Schauen wir mal. Okay. Hm, 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 hm. Und? Das ist alles machbar im Moment. Okay. Yes, Double Beats. Ach du Scheiße, jetzt wird alles doppelt so lang, schätze ich mal. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Gott. Das war jetzt nicht so gut, Scheiße. Okay, das war auch nicht so richtig. Ich vergesse jetzt. Das habe ich hinbekommen. Jawohl. Okay, das kriege ich auch hin. Nein, ich habe es wieder vergammelt. Ich habe es wieder vergammelt. Vergesse ich ja doch. Na, nee. Ja, scheiße, jetzt wird es doch ein bisschen zu viel. Oh Gott, ehrlich. Schauen wir mal. Okay, das haben wir geschafft. Bonus Round. Na, immerhin. Ich bin noch im Rennen. Ich bin noch im Rennen. Jetzt schauen wir mal. Oh Gott. Okay, nee, das war nix.
Okay, das krieg ich hin. Alles gut, oder? Danke. Okay, das war auch nicht ganz perfekt. Oh, das kriege ich nicht mehr hin. Das habe ich jetzt schon. Nee, oh Gott, nicht mal annähernd. Das habe ich komplett vergeigt. Okay, das kriege ich wieder hin. Das kriege ich wieder hin. Sehr gut. Immerhin einmal perfekt. Unten, 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 oben, unten. Oben, unten, oben, unten, oben, unten, oben, unten. Okay, das müssen wir schauen, ob ich das hinbekomme. Nein, 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 nein. Okay, und wie habe ich jetzt abgeschnitten? Ich glaube, er war ziemlich gut und ich war so medium. Aber ich... Was hat er denn da am Fuß? Armory. Jetzt geht's in die Waffenkammer. Beat that, Zombie! Okay, was jetzt? Was ist jetzt passiert? Rockin' Parole! Erfolg freigeschaltet. Mach's für das Meme. Ich glaube, ich bin weitergekommen. Oh, Fred. We're moving a little fast. Relax, baby. Ted would have wanted it this way. I watched him die. Yeah, like 3 hours ago. Don't live in the past, Judy. It's time to move on. Okay, also offensichtlich die Julie, das ist die, die vorhin auch mit dem anderen da am Park rumgemacht hat. Aber jetzt bin wieder ich am Start. Prima. Ja, liebe Leute, ich glaube, ich mache an dieser Stelle einen Cut. Das Ganze geht jetzt hier schon eine ganze Weile. Aber ich glaube, ihr habt einen schönen Eindruck davon bekommen, worum es geht bei diesem Spiel und wie es sich so spielt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Eure Meinung würde mich wahnsinnig interessieren. In diesem Sinne mache ich jetzt an dieser Stelle einen Cut. Mein Name ist Captain Bam. Ihr seid die Besten. Und ja, wie immer, wenn dieses Video mehr als 100 Views einheimst, dann mache ich vielleicht noch einen zweiten Teil. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. I'm going to go to the next one.